Krankenhain. Wir haben die drei Fachrichtungen Innere Chirurgie und Urologie. Warum? Damit sie an den Monitor angeschlossen werden können, die einen Ultraschall brauchen, wo dann aus der Blutentnahme stattfindet, ein EKG geschrieben wird. Und ansonsten die größeren OPs werden dann oben in der urologischen Ambulanz, im urologischen OP gemacht. Das ist jetzt ein Patientenzimmer. Hier sind die Patienten untergebracht, die doch vom Kreislaufsystem stabil sind, die keine intensivere Überwachung brauchen. Hier auf der Station vor allem die Patienten nach operativen Eingriffen oder auch urologischen Erkrankungen. Hier haben wir also beispielhaft mal dargestellt, wie so ein Intensivpatient auch aussieht. Das ist nicht bloß im Fernsehen so, sondern auch im richtigen Leben. Bei einer großen, komplizierten Operation kann auch mal viel dazwischen kommen. Den hirnkranken Patienten dann also auch zeitnah versorgen, wenn die Niere ausfällt. Und das ist für unser kleines Krankenhaus, muss ich sagen, sind wir recht gut ausgestattet.